Ja, moin moin HSV-Fans, erstmal von vornherein wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag und dann will ich mich mal äußern auch zu den neuen Leuten, die da jetzt zum HSV gestoßen sind oder werden hin transferiert. Ja gut, wir haben das ja gesehen mit den vielen Gegentoren, auch in den Vorbereitungsspielen Köln 4, jetzt gegen 6 gegen Freiburg, da musste natürlich gehandelt werden. Also im Endeffekt ist das so, ich spreche mal über Vučković, der hat uns natürlich reingeritten, dass die Position nicht besetzt werden kann als Innenverteidiger. Das war ja ein guter Junge, aber ich habe jetzt mit vielen Leuten gesprochen, auch mit Leuten, die da richtig was auf dem Kasten haben mit dieser Doping-Geschichte. Ich glaube nicht, dass er da heil rauskommt, aber das muss man abwarten. So, das dazu. Ja, dann haben wir jetzt den jungen Mann geholt, da ein Kölner, ist ein Kölner, der war ausgeliehen in Basel, hat in Basel auch nicht oft gekickt oder fast gar nicht als Verteidiger. Da kann man natürlich die Frage stellen, ob das alles so richtig ist. Aber das ist natürlich, und dann natürlich nur ausgeliehen, ohne Kaufoption. Also wir haben ja hier viele Leute gehabt, die ausgeliehen worden sind in der Winterpause. Und das sind alle Gurken gewesen, im Grunde genommen. Ich nehme mal jetzt vom Namen her, der von Leipzig, Wang oder Rang hier, da war ein Südkoreaner. Chancentod hier. Nichts gemacht, null. Ich habe ein Tor gemacht in einem halben Jahr. Aber ich kann da noch mehrere Leute aufzählen, die hier sich nicht ausgeliehene Leute ohne Verpflichtung, ohne eine Verpflichtung, dass man sie hier verpflichten kann in Hamburg, sind natürlich immer Sachen, die ich nicht so gerne sehe. Der muss das mit der Kaufoption sein und nichts anderes. Aber es ist nicht so und der Bolster natürlich auch unter Druck. Wir waren da hinten nicht gut, auch gegen Köln ganz schwach und hier gegen Freiburg auch. Das sind natürlich alles keine Maßstäbe, aber er musste handeln. So, dann haben wir den Montero. Kann ich schlecht beurteilen. Ich kann nur sagen, das war ein Riesentalent in Spanien. Das weiß ich bei Atletico Madrid. Das war ein Riesentalent, aber charakterlich kann ich ihn nicht beurteilen. In der Türkei hat er auch nicht oft gespielt. Da muss man abwarten. Nur, wir haben ja auch junge Leute. Denen haben sie das nicht zugetraut. Und wenn sie keine geholt hätten wollt, dann hätten die HSV werden wir und die müssen da und müssen dies und müssen das. Also ich bin immer der Meinung, ich mache nicht gerne ohne Kaufoption, weil irgendwo haben die das im Kopf, die spielen ein halbes Jahr in Hamburg, wunderbar. So viel Herz können sie ja doch gar nicht haben für den HSV. Wenn ich aber 2-Jahres-Vertrag habe und sich das gut dotiert, dann kann ich mir das vorstellen, dass man sich den Arsch aufreißt. Aber wir wollen hoffen, dass alles klar geht. Ich bin immer noch optimistisch. Aber diese Baustelle hat auch Vučković natürlich reingerissen. Bei Timmy Leibold ist das eine andere Geschichte. Das wisst ihr ja alle. Also Timmy, das ist eine ganz andere Sache. So, dann wollen wir hoffen, dass die beiden einschlagen. Kartenbach und Montero. Da muss man jetzt mal sehen, wie das weitergeht. Aber ich sage euch eins, die Vorbereitung ist Vorbereitung. Aber es ist irgendwie noch was, ich habe gestern noch St. Pauli geguckt. Ich meine, das hat da nichts mehr zu sagen gegen Gladbach. Aber ich sage euch eins, ich hoffe, dass das nicht in die Hose geht hier bei uns. Aber ich bin ja immer optimistisch. Ich glaube auch immer noch dran an unsere Ziele. Aber das ist nicht einfach. Mal eben Leute zu holen und sagen, das muss klappen. Ich erinnere noch mal, das liegt natürlich schon lange zurück. Da haben wir ja unseren Kevin Keegan geholt aus England. Einer der begnadesten Fußballer in England. Der hat ein Jahr gebraucht hier in Hamburg. Das ist alles nicht so einfach. Alles, was wir geholt haben im Winter, das können wir. Ich hoffe, dass es diesmal anders ist. War Schrott. Tut mir leid, dass ich das sagen muss. Aber ich bin nicht optimistisch rein. Jonas Bold hatte natürlich Druck. Natürlich, klar, wenn er kein Verteidiger ist und du kriegst 10 Gegentore, dann hast du auch Druck.
Und der Trainer hatte auch Druck, die mussten was machen, haben was gemacht. Ich hoffe und drücke die Augen, dass die beiden hier einschlagen. Aber 100% von überzeugt bin ich nicht. Nur der HSV, alles klar. Sportlich gesehen, ich weiß ja gar nicht, wie die menschlich ticken, die Jungs. Keine Ahnung, Spanier. Und dann unseren Kleinen hier aus Köln. Da muss man abwarten. Alles klar, hau rein, das Tango. Gebt den U21-Spielern auch mal eine Chance. Die haben auch Talent und haben Einsatz und haben die Raute im Herzen meistenteils. Alles klar, hau rein, das Tango. Tschüssi.